Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Ja Leute, wie ihr seht, die Base hat ein bisschen Form angenommen. Ich habe gerade auch noch den letzten Stein weggeballert und habe mal die dritte Etage drauf gesetzt. Ja, nichts Wildes. Ihr seht noch ein paar Backpfeile, weil ich hier gerade die Treppen weggeschossen habe. Ansonsten seht ihr, wir haben nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Holzwände. Also nochmal 2 Steine und dann sind wir durch. Also, wir kommen rein. Hier geht's halt zu unserem Haupt, da gehen wir gleich weiter, unserem Hauptloot. Hier ist, habe ich halt den Aufgang dran gemacht. Das müsste ich eigentlich auch noch aufwerten. Habe ich sogar mit so viel. Zack. Ja, hier kommen dann die ganzen Dingens rein. Ne? Forschungstisch, Werkbank und Repair-Table. Wenn wir eine Leiter machen können, kommen wir hier noch in den dritten Stock. Ihr seht, das ist da, wo Holz ist. Da soll eigentlich gar nichts rein. Ich hatte hier erstmal nur dieses Dreieck draufgesetzt. Mit einer Tür, dass wir oben aufs Dach kommen. Jetzt habe ich mir gedacht, komm, machst du den dritten Stock noch drauf, machst du den komplett zu auch. Geht einfach daran, wenn sie von oben kommen, dann müssen sie halt durch drei Decken durch, damit sie nach unten kommen. So, können wir das auch noch verfeuern hier. Ja, und ihr seht, wenn sie durch die Türen kommen, kostet es schon einiges. Gut, das werde ich natürlich noch mit der Zeit alles aufwerten. Die Foundations. Aber wie gesagt, der Server sollte eine Woche halten eigentlich. Beziehungsweise wird halt erst in der Woche gewiped und dann ist natürlich auch noch ein bisschen Zeit. Gut, jetzt sind wir hier, wo ich die beiden aufgelassen hatte. Hier habe ich zugemacht. Hier lasse ich mal auf. Hier habe ich mir gedacht, hier auf jeden Fall eine Shotgun Trap rein. Und dann eventuell eine Tür oder vielleicht mal ein Fenster oder es gibt ja auch hier diese Ladentheke. Müssen wir mal gucken. Weil wenn sie die Tür wegsprengen, sollen sie sich dann hier hinstellen. Seht ihr, wenn ich jetzt hier so eine Tür machen würde. Wenn wir es geschickt setzen, wird es halt schwer. Dann rennen sie halt durch und werden direkt erstmal weggeballert. Ja, Shotgun Traps, wie gesagt. Gut, hier habe ich schon mal alles aufgewertet. Hier, ich habe ein Regal gefunden in einem Fass. Hier eine Höhle. Ich hätte natürlich einen Blueprint rausmachen können, aber ich habe mir gedacht, komm, du brauchst es eh, damit ich hier einfach mal Platz schaffen kann. Ihr seht, ich habe hier nochmal 2 Öfen gebaut. Mache auch schon ein bisschen Sulfur. Kann ich auch mal hier eben rausnehmen, können wir nochmal nachlegen. Ja, hier habe ich noch unser... Wie seht ihr, wir haben ganze 14 Fässer hier gehabt. Ja, ansonsten, ich habe hier mal 2 Ausrüstungen gemacht. Die können wir jetzt schon mal mitnehmen, weil wir wollen jetzt gleich los. Ja, nichts Wildes, also halt das, was ich machen kann. Ansonsten hier, ich habe schon mal ein bisschen Metall eingeschmolzen. Und auch hier, Stoff wäre noch ganz interessant für uns. Ihr seht, ich habe schon Gas gegeben ein bisschen, aber ich kann halt kein Gunpowder machen ohne Werkbank. Gut, die beiden Lagerfeuer wollte ich eigentlich gesetzt haben im zweiten und dritten Stock. Habe ich natürlich jetzt vergessen. Zack. Machen wir den mal noch eben hier rein. Ich überlege gerade, soll ich im Fängler das mitnehmen? Warum nicht, ne? Wenn wir es haben, scheiß da drauf. Wenn wir es verlieren, verlieren wir es halt. Gut, 2 Knochenmesser. Bauplan ist jetzt nicht so wichtig. Bogen ist auch fast durch. 3 Schuss, mehr haben wir nicht. Wie gesagt, kein Gunpowder. Metallfragmente haben wir auch alle verballert. Machen wir aus hier. Kann ich aber eben nochmal was nachlegen.
Zack. Ja, ich bin jetzt halt auch an dem Punkt, wo halt nichts mehr geht, ne? Ohne Werkbank geht jetzt nichts mehr. Also alles, was ich habe, ist Maximum. Mehr könnt ihr ohne Werkbank nicht erreichen bzw. herstellen. Ich kann kein Schießpulver machen. Kleidung ist ja klar, ich hätte ihn hier machen können, aber ich glaube, der ist auch nicht besser wie der alte Wurfschädel. Und warum? Wurfschädel hat auch keine Abnutzung, also keine Haltbarkeit. Von daher, ihr seht, keine Rüstung kann ich auch nicht machen, oder hätte ich machen können? Doch, hätte ich machen können. Brauchen wir denn für eine Armbrust? Zwei Seile, also könnte ich eins. Nehmen wir doch mal eins. Ja, ihr seht, ein bisschen tricky hier. Gut, sollte ich ja. Ja, mache ich die Hose. Ja, der Panzer ist natürlich auch besser als das Moped hier, aber das machst du halt nur aus Leder und ist besser wie gar nichts, ne? Immerhin 10. Weiß jetzt nicht, was der Holzpanzer genau hat. Gut, ansonsten unser Hightech-Ding hier mit 3 Schüsse. Ich habe da mal, die anderen habe ich verballert, habe ich mal angetestet gegen Wolf und sowas. Also Damage-mäßig, ne? Aber mit Zielen, da muss es echt schon nah dran sein. Mit Zielen ist da nicht viel, ne? Ansonsten, ja, Stoff ist unser Problem, aber ich denke mal, wir werden ein bisschen auf den Weg finden, dass wir uns noch ein paar Bandagen machen können. Ja, ansonsten 30 Pfeile, 3 Schuss, also 4 Schuss. Jetzt noch gleich die Holzhose. Das ist alles, was ich hier rauskitzeln kann. Wir können noch mal was futtern. Kann hier auch noch mal was trinken. So nur Platz weg im Raum, jetzt nicht zum Fluss gehen. Ich meine, ist ja nicht weit weg, der Fluss. Wir müssen eher am Fluss vorbei, aber dann werden wir nicht kalt. Außerdem müssen die scheiß Plastikflaschen hier mal raus. So. Ja, das ist Maximum. Ziel ist jetzt eigentlich erstmal, lass mich kurz gucken. Ich brauche die Werkbank 1, die kostet 50. Metallschrott, kostet der was? Nein, aber der Forschungstisch. Also ein Wolf. Ja. Ja, was ich noch sagen wollte, hier sollen natürlich Doppeltüren rein, aber Doppeltür kann ich natürlich noch nicht. Deswegen lasse ich es erstmal auf. Weil mit dem Prinzip, wenn ich jetzt hier eine normale Tür mache, komme ich hier nichts mehr ran. Hier könnte ich zur Not noch eine normale Tür machen. Und dann einfach nur hier eine Kiste hin. Muss ich mal gucken. Kommt auf an, was ich jetzt noch finde, bevor wir hier heute Abend ausloggen. Ihr seht, 2, 3, 4 Türen. Halt. Sehr schön, nehme ich natürlich gerne nochmal mit. Ja, 4 Blechtüren ist im Moment der kürzeste Weg. Deswegen, solange ich halt noch online bin, lasse ich da hinten die Tür noch draußen. Hier mit den Doppeltüren. Ansonsten muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich kann auch keine Holzdoppeltür, oder? Doch. Ja gut, ist dann besser wie gar nichts, ne? Zur Not. Machen wir dann halt eine Holzdoppeltür da rein erstmal. Ja, wieder ein Wolfsschädel ist natürlich super. Packe ich jetzt scheiß drauf auch erstmal hier mit rein. Ist so zum Start eigentlich sehr geil. Der Bauplan brauche ich eigentlich nicht. Ja komm, ich nehme mal mit. Wer weiß. Gut, ich bin gespannt, was uns erwartet. Ob wir überhaupt irgendwie hier heil die Richtung kommen.
Schauen wir mal. So, hier macht immer noch am meisten. Ach, guck mal, hier stehen sogar Fässerchen rum, ey. Die ganze Zeit sind keine nachgespawnt. Gut, dann nehme ich... Oh, 4 Manetzeug. Na gut, ich kann mir gleich da vorne noch immer irgendwo eine Kiste hinstellen, dass ich das jetzt gar nicht mitschlöre. Nee, machen wir eine ohne Skin. Ja, ich habe auch keinen gesehen hier irgendwie auf der Insel. Nice. Nur Tiere hier halt hier. Also sag ich ja optimal eigentlich rausgesucht hier. Fürs Bauen. Ne? Seil ist natürlich super. Was eins? Ja. Gut, Kiste ist fertig. Muss ich mir mal einen guten Punkt suchen. Ich muss ja eh immer um den Fluss rum. Da werde ich sie irgendwo hinsetzen. Ich kann natürlich auch noch eine Brücke über den Fluss machen, aber... Ja, es haben sich schon einige vom Server verabschiedet, wie ich gelesen habe, also aus Frust. Weil sie, was weiß ich, wahrscheinlich beim Looten andauernd weggeknallt werden oder haben sich halt auch beschwert über das Loot-System und joa, was soll ich sagen, ne? Man kann es halt ein bisschen nachvollziehen. Wir werden sehen, wie es jetzt für uns rüberkommt. Gut, ich überlege halt gerade, ob wir erstmal Klärwerk gehen. Die Frage ist, wie weit ich komme mit den Klamotten, die ich habe. Wegen Radiation. Oder ob wir halt Straße. Schön ist halt, wie ihr seht, bis zum Klärwerk ist es nicht weit. Wir können schön von hinten dran ans Klärwerk. In die Richtung wird wahrscheinlich auch nicht, werden nicht so viele hin und weg gehen, wie von vorne. Ja, und auch sonst, ne? Also, so ist es gut. Ihr seht, Kanalisation, Raketenbasis. Problem ist, wir haben ja die ganzen Basen gesehen. Also, da wird wahrscheinlich auch gut was los sein. Und Raketenbasis brauchen wir also. Da ist ja Hightech-Strahlung. Zumindest in dem, da wo der gute Loot ist. Also da brauchen wir erst gar nicht irgendwie. Mit unseren Klamotten. Ist natürlich ein bisschen schade, dass wir hier nicht irgendwie einen Hafen oder so in der Nähe haben. Ne? Sind wir natürlich selber schuld. Aber wir haben uns den Fleck hier ausgesucht, weil dann hätten wir mit Sicherheit schon eine Werkbank auf jeden Fall. Weil 50 kriegst du ja ruckzuck zusammen. Ja, müssen wir uns mal überlegen, ob wir da in dem Fluss, ja, da die Butz hatten wir ja gesehen. Also ihr seht, wir, also auch zum Raid ist das schon in Ordnung. Weil wir haben da die Butze und dann da die Richtung waren ja nochmal 3 oder 4 bis zur Straße hin. Und wir kamen hier hinten, nach hinten hin, da ist gar nichts. Da bin nur ich. Bedeutet auch, wenn wir dann hier die ersten 4 Basen überwunden haben auf dem Rückweg, dann wird uns hier auch nichts mehr passieren. Und hätte ich die Basis jetzt weiter vorne hingebaut hier, hätten wir ja trotzdem immer an den 4 Basen vorbeigemusst. Also, das hätte keinen Unterschied gemacht. So. Ihr seht, da ist schon die nächste Basis.
Das ist. Ja, das wird dann halt hier auch unser. Könnte natürlich dann hier noch so gehen, unser Anlaufpunkt für den Schredder. Ich glaube, der steht auch, wenn ich das jetzt hier so sehe, da in dem länglichen Gebäude. Gut, ja. Ich gehe eigentlich davon aus, dass uns hier gleich irgendwie einer mit einer Waffe über den Weg läuft. Vor allem, wenn ich jetzt hier anfange, die Fässer zu schlagen, aber ich muss Fässer schlagen. Ich habe keine Wahl. Ich brauche das Zeug. Natürlich laut wie Sau. Das Ding ist das, ja. War ich früher immer hier in dem Ding. Bin ich immer von da gekommen. Steht eine Menge Zeug rum auf jeden Fall. Ja, das hat sich also schon erledigt. Das hat sich schon erledigt, Leute. Ohne Suit. Oder bessere Kleidung. Deswegen ist auch tote Hose da. Ich hätte natürlich die Radiation-Pillen mitnehmen können. Ja, sonst war es halt immer so mit Pulli und Dingens, aber ich habe natürlich auch keinen Pulli und keine. Ja, und jetzt haben wir natürlich das Problem mit der Gesundheit. Nein. Ja, ätzend, Leute. Ätzend. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, hier keine Radiation kriegen. Ja, ich überlege jetzt gerade, wie ich es am besten mache. Die 16 bringen uns natürlich jetzt nicht weiter. Aber ich weiß halt, dass bei uns hier die Richtung tote Hose ist. Das heißt, ich könnte da vorne nochmal irgendwo eine Kiste hinsetzen. Und das Zeug da reinpacken und dann gehen wir zur Straße. Könnte hier jetzt auch einmal außen rum. Aber wenn ich nicht reingehen kann und dann ja nicht irgendwie auch Deckung holen kann. Wegen der Radiation ist das natürlich auch für den Arsch. Ihr seht, da unten ist auch noch eine Butze, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Also ihr seht, Nachbarn. Hätten wir hier genug. Gar nicht so klein, das Ding. Da hinten läuft einer. Seht ihr? Die kleine Drecksau. Mal hoffen, dass er uns jetzt nicht hinterher eiert. Ich meine, wir haben nichts zu verlieren, also... So ist er jetzt nicht. So.
Gut, aber wissen wir da schon mal Bescheid. Also ohne. Ich meine, okay, wir fahren jetzt direkt an dem Dingen, aber dann werden die Gebäude ja auch nicht anders sein. Und das reicht ja schon. Machen wir wieder irgendwo am Fluss hier hin am besten. Die Kiste. Und klar kann immer sein, dass hier einer langkommt und uns die Kiste dann leer räumt. Gar keine Frage. Aber die Chance ist natürlich auch extrem hoch, dass wir jetzt gleich sterben werden. Da waren doch schon Schüsse oder was war das? So. Obwohl, hier ist eigentlich scheiße. Hier werde ich ja nicht langlaufen. Ein Stück höher, die Richtung. Obwohl, da waren natürlich Büsche. Hier sind keine Büsche, ne? Klar könnte ich, hätte ich auch ein Versteck nehmen können, aber da ist ein Busch. Den nehme ich auch. Scheiß drauf. Wie gesagt, wenn es so ist, dann ist es so. Ist das Zeug halt weg und fertig. So, angeblich. You are here. Ja, wie kann ich jetzt hier? Kann ich gar nicht. Die 13 an der Ecke, ja gut. Jetzt hätte ich mir mal einen Punkt gesetzt, aber das sollten wir uns auch so merken können. Gut, um den Fluss rum und ab zur Street. Ohne Bandagen mit 85 Gesundheit ist natürlich alles andere als optimal. Genauso ist anders optimal da anzufangen immer. Campfire, ich würde schon sagen, was ist das denn da? Ja, muss auch mal eine Raketenbasis, wo jeder Drecksack hinrennt, da muss auch anfangen, die Straße dann lang zu laufen. Macht Sinn, ey. Naja. Sollten wohl auf jeden Fall auf jemanden treffen. Schön wäre ein bisschen Stoff vorher. Sieht aber auch mau aus hier. Und da vorne stehen auf jeden Fall schon mal ein paar Fässer. Aber die seht ihr, stehen überall Butzen. Ich muss erstmal den Stoff organisieren. Ja, einfach mal knallhart stehen bleiben ist natürlich auch ganz witzig. Ich wäre erstmal nur Kisten interessant. Ich wundere es eigentlich, dass hier Loot rumsteht, muss ich ehrlicherweise sagen. Steht alles voll, das gibt's ja gar nicht. Ich mache jetzt nur die Kisten und dann safe ich das erstmal, Leute. Wenn wir es denn gesaved kriegen.
30, 16 in der Kiste. Ja, das reicht schon. Hätten wir auf jeden Fall die Werkbank. Damit kann ich auf jeden Fall Schießpulver den ganzen Scheiß schon mal machen. Und ich könnte mir auch so eine scheiß Nagelpistole machen, wenn ich meine. Na, da haben wir mal Schwein gehabt, oder? Ich würde jetzt sagen, wo es herkam. Wahrscheinlich Raketenbasis, die Ecke. Gut. Ich laufe jetzt eben bis zur Kiste, ne? Scheiß drauf. Und lege mir da auch einen Schlafsack hin. So, wenn wir sterben, können wir da spawnen, die Sachen mitnehmen und ab nach Hause. Ja, ich pack das eben rein und dann gehen wir natürlich nochmal hin. Logisch. Aber das Ding ist ja eigentlich, wir brauchen ja eigentlich Scrap, 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 Scrap. Und ihr wisst, das heutige Thema, man kriegt genau ein pro Fass. Was doch wirklich erbärmlich ist. Ja, wir werden sehen, wie lange ich hier Spaß habe. Ich kann es euch nicht sagen. War das der Boucher oder was? Wenn es natürlich jetzt hier einer sieht, ist klar, ne? Wollen wir uns ja auch nichts vormachen. Wird sich lange da sein. Gut. Und den Schlafsack nicht genau daneben legen. Legen wir mal hier in die Büsche und dann können wir darüber laufen. Und dann. Ja, das passt schon. So. Den nenne ich dann einfach mal L. Gut. Ja, war mir klar halt, ne? Man muss ja einfach sehen, dass der Server halt jetzt schon über 20 Stunden alt ist. Dass dann da schon einige mit Waffen jetzt rumrennen, ist klar. Ja, aber so, also wenn das so klappt hier mit den mit der Kiste, da ist das ja eigentlich in Ordnung. Ist zwar immer noch Rennerei, klar. Da wäre es anders, wenn wir jetzt hier eine Basis hinstellen würden. Wie gesagt, können wir ja auch noch machen, so ist ja nicht. Wir haben jetzt unsere Butzer da erstmal stehen, das steht, das nimmt uns keiner mehr. Kann natürlich sein, dass wir da irgendwann geradet werden, klar, keine Frage, aber wir haben erstmal was stehen. Ihr seht hier, die Butzen sind alle auf. Was heißt alle, aber ihr seht doch, was da drüben für dicke Dinger stehen und ja, was soll ich sagen? Probieren wir es einfach, ne? Was soll man sonst machen? Doppeltür aus Blech, ey. Normal müsste ich jetzt schon wieder safen gehen. Ich werd bekloppt, ey. Aber die findest du ja öfter, ne? Ein Wolf. Ist natürlich wieder mein Timer-Fenster hier angegangen.
hier jetzt einfach stehen bleiben und das eben wegklicken ist natürlich auch für den Arsch. Ja, Sinn ist natürlich, das ganze Zeug dann zu scrappen. So, bis jetzt zumindest verstanden. Beziehungsweise, ich habe ja auch ein paar Zahlen gekriegt von ein paar Leuten. Der Wolf geht mir jetzt hier gerade voll auf Eier, ne? Also, das lohnt sich schon. Gerade jetzt am Anfang halt. Problem ist halt, wir müssen erstmal einen Scrabber. Ich meine, wir haben ja auch noch nichts. Also, ist ja nicht, dass wir jetzt hier irgendwie. Oh Mann, ey. Dass wir jetzt irgendwie hier die Masse an Teilen haben. Ist ja auch nicht so. Ist der Wolf nur. Hm. Ob es der Wolf war? Oder ein Spieler ist die Frage. Ah, da sind schon die Militärtunnel. Gerne noch hier ein bisschen Stoff auch mitnehmen. Ja, ich überlege gerade, ob es halt Sinn macht, sich hier so eine kleine Lootbutze hinzustellen. Aber so eine Vierer. Vierer Foundation. Ach, Vierer Foundation. So ein Einer Foundation. Dann halt Spawn als Nackter. Fässer schlagen. Ich sehe es gerade nicht, ob ich es eingesammelt. Da hinten ist einer. Ob ich es eingesammelt habe, weil ich das scheiß Fenster vom. Vom Timer hier habe. Ja. Gut, Leute. Also. Ja, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Also von dem ganzen Gedöns. Muss ich halt mal. Ja. Wie sagt man's? Muss ich halt erst jetzt mal irgendwie. 2-3 Stunden durchziehen den Scheiß. Um dann einfach zu gucken. Lohnt es sich? Was geht nicht? Problem ist, ich brauche jetzt erstmal einen Scrabber Mato. Das Ding ist, ja, ich kann ja nur da vorne gucken eigentlich. Ich muss da gucken, wie es mit der Radio, ja, kann ich auch nicht mehr sagen, Radiation, fertig. Wie es mit der Radiation ausschaut. Ja, für mich macht es halt. Was ich bringe es nach Hause, ey. Weil Folge ist eh durch. Oh Mann.
dran stört, das Fenster hier schon. Folge ist eh durch. Von daher weiß auch nicht, was die Sonne sagt. Ja, was halt die Überlegung ist. Also entweder macht man sich da eine kleine Lookbutze hin. Wie gesagt, reicht eine Einer Foundation mit vier Dreiecken drumherum. So dass er durch zwei Blechtüren müssen und durch zwei Wände halt. Oder man macht halt nochmal ein Dreieck dran, dass er durch drei Blechtüren und zwei Wände müssen. So. Ist ja gar kein Thema. Weil die ganzen Dinger, die da aufgesprengt wurden, da waren mit Sicherheit, oder aufgeschossen wurden, waren mit Sicherheit Holztüren. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Kann ich natürlich da vorne hinstellen, ist gar kein Thema. Ich fahre mir nochmal zwei Stündchen, dass ich genug, sind hier, genug Zeug fertig mache. Was hatte ich jetzt da hier in die Kiste gepackt? Hat man doch, gehen wir mal gucken. Nehm dann einmal alles, lauf da vorne hin, zieh das da schnell hoch, hoffe, dass in der Zeit kann. Dass in der Zeit keiner kommt. Naja, hier sollte ich vielleicht früher oder später eine Brücke hinsetzen, weil da vorne ist unsere Base. Wenn ich da einfach rüberlaufen könnte, da vorne wäre natürlich besser. Können wir also auch mal angehen. Ja, die Frage ist halt, ob sich das lohnt. So, das ist jetzt mein Gedankengang. Ich meine, es lohnt sich in dem Sinne. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich die Kiste hingestellt habe, Leute. Wieder legendär, ne? Irgendwo am See hier, oder nicht? Naja, das Schöne ist ja... Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Ich kann ja im Video gucken. Aber ich meine, das war auch so ein verkackter einzelner Busch, oder nicht? Da vorne der? Ja, ob sich's lohnt. Mein Gott, ich kriege auch nichts zu Ende gelabert hier. Ja, und der müsste das sein, ne? Ne, auch nicht. Ja, geil. Da ist er. Ja, weil wenn ich ja, wenn du jetzt davon ausgehst, du spawnst als Nackter. Ich meine, klar, es lohnt sich dann, wenn ich da Klamotten reinpacke, ne? Das können wir natürlich machen. Wenn ich dann da irgendwie zwei, drei Ausrüstungen reinpacke, dann. Weil jetzt als Nackter, du kannst das ja einsammeln. Aber was dann? Das stellt sich die Frage halt. Klar kannst du es natürlich versuchen zu safen in der Butze. Aber wir müssen es früher oder später schreddern. Gut, sollten wir aber irgendwie jetzt hier... ernsthaft hier richtig Gas geben wollen, sollten wir uns auf jeden Fall... Ah, die Tür muss ich natürlich leeren. Kann ich noch nicht mehr, sondern die kostet schon 250 Euro. Dann leere ich sie nicht, dann setze ich sie ein. Weil ich brauche nur zwei Stück. Das weiß ich aber erst, wenn ich den scheiß Forschungstisch bauen kann. Da fehlt mir aber Zeug für. So, ich hau's mal eben hier rein. Ja, auf jeden Fall haben wir ein paar Seile, das ist schon mal gut. Ja, noch ein Schild, scheiße, die Scheiße hier ist also so näher. Nee, die Picke ist natürlich, obwohl die Steinpicke natürlich auch nicht so schlecht ist, aber gut. Gut, Leute, ihr seht's. Das ist scheiße, ich muss die Kiste hier wegnehmen. Oder ich mache die Tür andersrum rein. Dann mache ich auch. Gut, das mache ich aber gleich. Folge ist durch, 40 Minuten schon wieder. Ja, ihr seht, der Run war natürlich jetzt erfolgreich, weil Kisten da waren. Wenn es keine Kisten da gewesen, ihr habt es gesehen, wir haben glaube ich 40 durch Kisten oder was. Und ein paar Fässer gekloppt. Aber das meiste macht man halt durch Schreddern. So habe ich es zumindest verstanden. Bedeutet aber für uns High Risk. Ihr habt es gerade gesehen. Aber wir werden es probieren. Wir werden auf jeden Fall da gleich mal gucken gehen. In der nächsten Folge. Ich gucke mal, ob ich noch kurz eine Farm-Session zwischenschiebe, dass ich hier nochmal oben die sechs Wände, das Holz aus Stein kriege. Muss ich mal gucken.
Zeige ich euch aber natürlich nicht. Also Farben werdet ihr jetzt nicht mehr sehen, solange ich hier nicht irgendwie mal mir einer über den Weg läuft oder sowas. Oder hier eine Butze entsteht, werdet ihr hier kein Farm in der Staffel sehen, oder nur das Lootgerenne hier, damit ihr auch mal seht, was oder in welchem Umfang die ganze Kacke zu machen ist, sag ich jetzt mal, mit dem Looten, mit dem Scrap. Gut, aber da erzähle ich euch in der nächsten Folge nochmal was zu. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei.